Hallo. Dies ist für Scudetto der erste Blick hinter die Kulissen von Zeiglers wunderbarer Welt des Fußballs. Also so richtig hinter die Kulissen. Ihr könnt zum Beispiel zum ersten Mal dieses Studio, was ja mein Arbeitszimmer ist, bei Tageslicht sehen. So sieht es denn hier aus, wenn wir aus dem Fenster gucken hinter mir. Ja. Und ihr könnt zum ersten Mal sehen, was hier während der Woche, was dann die Zeit zwischen zwei Sendungen ist, für eine Unordnung herrscht. Ich zeige mal ganz kurz, wie der Fußboden jetzt im Moment gerade noch aussieht. Das ist dann immer erst am Sonntag schön ordentlich. Das sieht ja tatsächlich ziemlich wild aus, lieber Arndt Zeigler, und damit ein ganz herzliches Willkommen zu Scudetto TV. Wir wollen beginnen mit einem kleinen Rückgriff auf die letzte Folge, als wir zusammen mit Frank Gosen probierten, ein verunreinigtes Trikot zu säubern. Dass das auch viel einfacher geht, beweist eindeutig dieser gelungene Versuch eines VfL-Fans. Letzte Woche hatte ich das große Vergnügen, bei einer Lesung in Köln dabei sein zu dürfen, und dort habe ich dann auch hautnah miterleben können, wer die verrücktesten Fans der Liga hat. Der ganze Saal war eigentlich beständig auf dem Sprung zum Flughafen, um den nächsten großen Messias abzuholen, und zwar diesmal mit der Nummer 10. Lisa war so aufgeregt, dass sie sich am liebsten mir die Hände vor die Augen gehalten hätte. Tapfer schaute sie aber trotzdem hin. Der Spieler nahm Anlauf, schoss den Ball genau auf den Kopf des Stürmers und Tor! 89. Spielminute und wieder war es unser Spieler mit der Nummer 10, Lukas! Was ich allerdings gar nicht mehr so richtig vor Augen hatte, ist die doch ziemlich enge Fanfreundschaft zu den Kollegen von Bayer 04 Leverkusen. Arndt, hier im Laden gibt es hunderte von Fußballartikeln und ähnlich sieht es ja auch bei dir in der Wohnung aus. Aber welches ist von all denen, die da bei dir so rumfliegen, das allerliebste Stück? Das ist ganz schwer, mein allerliebstes Stück. Außerdem klingt es obszön. Bei einem so vollgepackten Zimmer, was nur mit Fußballschrott vollsteht. Ich glaube, da ich ein Faible für die 70er Jahre habe, dass ich da die Maskottchen der WM 74 noch original verpackt, übrigens Tipp und Tap, anführen würde, oder Juanito, das Maskottchen der WM 70, der allerdings aussieht, als hätte er eine ganz schlimme Krankheit. Nee. Was habe ich sonst? Meine Beckenbauerpuppe? Oder alte Kartenspiele? Eine Actionfigur? Es ist alles so, ich habe irgendwie alles zusammengerafft. Da Fußball ist unser Leben als Single, hat mal Dieter Pörschke gehört, irgendwann mal. Sammelbilder von der WM, nee, gar nicht wahr, das sind Fußball 79 Sammelbilder, das sind Sammelbilder WM 70, noch ein ganzer Karton voll. Und natürlich Bücher, die man so hat. Oder dieses alte Borussia Mönchengladbach-Maskottchen namens Bumsi. Das komplette Video von und mit Arndt Zeigler gibt es übrigens auf scudetto.de zu sehen. Danke nochmal nach Bremen an den Fußballkulturpapst Arndt Zeigler. Diese Woche sorgte ein besonderer Anlass für einen medialen Wirbel. In Hamburg wurde unweit der HSV-Arena ein Friedhof eingeweiht für HSV-Fans. Doch nicht alle Anhänger wollen dort ihre letzte Ruhe erfahren. Man stelle sich vor, ich lege neben dem Typen, der mir im Stadion immer Bier über den Kopf geschüttet hätte. Und zum Schluss noch streng bewachtes Anschauungsmaterial von einem Miroslav Klose Geheimtraining unter der Woche. In diesem Sinne, bis demnächst und Glück auf! Ey, das kann nicht wahr sein, echt, ey.